Herzlich willkommen in der Klinik Hirslanden. Mein Name ist Anke Bünnig, ich bin Hebamme und leite hier die Gebärabteilung und die Wochenbettstation. Mit diesem Video möchten wir Ihnen unsere Gebärabteilung vorstellen. Bei uns kommen jedes Jahr 900 Kinder zur Welt. Die Geburt ist ein schönes Erlebnis, ein emotionaler Moment. Wir Hebammen, Pflegefachfrauen, Ärztinnen und Ärzte möchten mit unserem Wissen und mit unserer Erfahrung Ihnen zur Seite stehen. Das Wohlbefinden und die Sicherheit von Ihnen und Ihrem Baby steht bei uns an erster Stelle. Gerne möchte ich Ihnen jetzt unsere Geburtenabteilung zeigen. Wir sind ein Team aus 17 Hebammen. Eine Hebamme steht neben mir, das ist Franziska Ewald. Sie wird Ihnen einen Einblick geben in einen unserer Gebärsäle. Wir stehen in einem von unseren drei Gebärsälen. Alle sind gleich ausgestattet und sehr, sehr großzügig. Man hat quasi das Gefühl, zwei Räume für sich zur Verfügung zu haben. Hier stehen wir in der Vorbereitung. Das ist der Raum, in dem Sie die meiste Zeit verbringen werden. Zu jeder Vorbereitung gehört auch ein Gebärsaal, den möchte ich Ihnen gerne zeigen. Alle Gebärsäle sind ausgestattet mit WC, Dusche, Badewanne. Die Badewanne kann auch unter der Geburt mit Wehen zur Entspannung genutzt werden, aber natürlich auch, um darin zu gebären. Das Gebärbett ist nicht zwingend notwendig, aber es finden immer noch ein Großteil der Geburten im Bett statt. Das Bett kann man umfunktionieren von der Position her, so dass man eben auch im Gebärbett frei ist von der Wahl der Geburtsposition. Hinter mir sehen wir die Kindereinheit. Dort können Kinder versorgt werden, gewogen und gemessen, so dass sie halt wirklich nicht von den Eltern getrennt werden müssen. Franziska, was ist, wenn die Frauen zu Hause sind, die Wehen einsetzen, die Fruchtblase springt? Was müssen sie beachten, wenn sie zu uns in die Klinik kommen? Wir empfehlen den Frauen, etwa 6 bis 4 Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin bei uns telefonisch einen Termin abzumachen für ein vorgeburtliches Gespräch. Und in diesem Gespräch werden die Frauen die Optionen kennenlernen und es wird ihnen genannt, wie sie sich in dem entsprechenden Fall zu verhalten haben. Viele Sachen kann man am Telefon besprechen, zum Beispiel fraglichen Geburtsbeginn, den braucht es dann wahrscheinlich schon eher hier bei uns in der Abklärung. Sollte das nicht am Telefon geklärt sein können, bitten wir darum, dass sich einfach die Frauen bei uns vorstellen und wir werden dann ein CTG zum Beispiel schreiben, einfach um zu wissen, wie geht es den Kindern in der aktuellen Situation, wie können wir der Frau helfen eben bei Beschwerden. Genau, und wenn Sie dann zur Geburt bleiben, werden Sie einen von unseren Gebärsälen beziehen und dann wird man einfach gemeinsam einen Plan machen, wie die weitere Geburt dann vorstatten geht. Was ist eigentlich die Hauptaufgabe der Hebamme unter der Geburt? Wir begleiten natürlich die natürlichen Geburten. Wir erkennen Abweichungen eben vom normalen Verlauf. Wir unterstützen, wir motivieren und wir arbeiten sehr, sehr eng mit unseren Ärzten zusammen. Die Ärzte sind über den Eintritt, über den Verlauf der Geburt informiert und werden, wenn es nötig ist, eben dazu gerufen. Spätestens dann, wenn die Kinder wirklich kommen, sind die Ärzte auch mit dabei. Du hast uns vorhin gezeigt, dass man verschiedene Gebärpositionen einnehmen kann. Kann die Frau das frei wählen? Kann sie einfach sagen, ich möchte jetzt im Stehen entbinden oder im Sitzen in der Badewanne? Im Prinzip kann die Frau so entbinden, wie sie möchte. Oft ist es so, dass viele Frauen uns darum bitten, eben angeleitet zu werden. Und wir werden unter der Geburt die Position finden, die einfach für sie in der Situation gut geeignet ist. Und das ist auch nichts Statisches, sondern es wird sich im Laufe der Geburt, im Geburtsverlauf, wird sich das auch immer wieder verändern. Und wir werden die Frauen animieren, eben einfach einen Positionswechsel auch vorzunehmen. Jetzt ist das Baby geboren, das Kind ist da. Wie ist da der Ablauf? Wie sieht der Ablauf hier noch im Gebärsaal aus? Nach der normalen, gesunden Geburt, alle sind glücklich, bleiben die Eltern etwa noch für 2 Stunden mit ihrem Kind bei uns im Gebärsaal. In dieser Zeit ermöglichen wir den ungestörten Hautkontakt zwischen Mutter und Kind, auch das sogenannte Bonding. In der Zeit werden wird die Plazenta geboren, der Teil 2 des Kindes. Es werden eventuell Geburtsverletzungen versorgt und natürlich werden die Kinder auch in der Zeit gewogen und gemessen, aber wir mögen wirklich so wenig wie möglich stören in dieser Zeit. Was spielt eigentlich der Vater für eine Rolle während des Geburtsprozesses? Der Vater ist ein Teil und ein wichtiger
Begleiter halt auch bei der Geburt. Wir sind weit davon entfernt, dass die Männer wirklich nur noch mit ihren Laptops bei der Geburt beigewohnt haben. Ja. Mittlerweile sind sie wirklich aktiv dabei. Ganz kurz jetzt noch eine letzte Frage. Welche alternativen Methoden haben wir, die Frauen während der Geburt zu unterstützen, ihnen die Geburtswehen zu erleichtern? In erster Linie sind wir Hebammen-Unterstützerinnen, Geburtsbegleiterinnen, und wir stehen mit unserem individuellen Erfahrungsschatz einfach zur Verfügung. Das kann bei der Atemanleitung anfangen, das kann aber auch Homöopathie, Aromatherapie sein, es kann die Massage sein, es kann auch manchmal einfach nur die Motivation sein. Wir stehen da mit unserem allem, was wir haben, zur Verfügung. Vielen Dank, Franziska. Sie haben gehört, wir können alternative Therapien anbieten, alternative Methoden, Ihnen die Geburtsschmerzen oder den Geburtsverlauf zu erleichtern. Manchmal reichen diese Methoden nicht aus und wir haben noch andere Möglichkeiten. Dazu möchte ich Ihnen gerne Frau Dr. Ayşe Doğulu vorstellen. Sie ist eine unserer Anästhesisten. Liebe Ayşe, ganz kurz am Anfang eine ganz allgemeine Frage. Wie wird bei uns in der Klinik die Sicherheit von Mutter und Kind gewährleistet? Wir sind ein Haus von der Maximalversorgung. Wir haben verschiedenste Fachrichtungen, wo man sehr gut interdisziplinär zusammenarbeitet. Mit Gynäkologen, Hebammen, Kinderärzten, Anästhesisten. Und haben eine sehr gute und langjährige eingespielte Zusammenarbeit miteinander. Unsere Anästhesisten, sind die 24 Stunden im Haus? Jawohl, wir sind ein sehr grosses Team und sind immer mindestens 3 von unserem Fachgebiet im Haus anwesend. Wir haben noch eine Intensivstation, wo Leute abrufbar sind. Also wir sind immer im Spital. Welche Möglichkeiten der Schmerztherapie unter der Geburt können wir seitens der Anästhesie anbieten? Also wir haben einerseits die PDA, die sicher viele Leute kennen, wo mit einem Schläuchchen hinter im Rücken Schmerztherapie erzielt wird. Dann haben wir eine zweite Möglichkeit mit einem IV-Medikament, wo man den Frauen geben könnte, wo ganz, ganz kurz wirkt und je nach Schmerz auch über längere Zeit kann gegeben werden. Kann jede Frau so eine epidurale Anästhesie haben oder so eine Remifentanyl-Infusion? Also wir gehen, wenn auch immer möglich, auf die Wünsche der Frauen ein. Es ist manchmal aus medizinischen Gründen nicht möglich, eine PDA zu haben. Und dann können wir auf jeden Fall eine PCA mit Remifentanyl anbieten. Ich würde sie aber in jedem Fall ermuntern, dass sie sich melden in der Anästhesie-Sprechstunde und dort nähere Möglichkeiten mit ihrem Anästhesisten zu besprechen. Auf unserer Homepage sind die Angaben, wo man sich melden kann für einen Termin bei der Anästhesie-Sprechstunde. Als nächstes möchte ich Ihnen Dr. Alexander Kraft vorstellen. Er ist Gynäkologe, Geburtshelfer und bei uns in der Klinik Hirslanden als Belegarzt tätig. Lieber Alex, wie und wann erfolgt die Anmeldung der Frauen hier bei uns in der Klinik? Die Frauen werden in aller Regel zwischen ca. 25 und 34 Wochen hier in der Klinik angemeldet, sodass sie all ihre relevanten Unterlagen erhalten, alle Telefonnummern, sich wissen, wo sie sich im Notfall melden können. Und in der Schwangerschaftsbetreuung sind sie ja schon quasi mit uns als Belegärzten vertraut, wodurch sie natürlich den großen Vorteil haben, dass sie wissen, welcher Arzt, welche Ärztin ist im Regelfall bei der Geburt dabei. Man kann während der Schwangerschaft schon die Geburt besprechen oder verschiedene Ängste ansprechen oder Wünsche, die eventuell vorliegen, so dass die Patientin weiß, mit wem sie es zu tun hat und vielleicht dadurch auch wesentlich entspannter gebären kann. Bei uns kann man ja ab der 35. Woche, über der 35. Woche entbinden. Wenn Frauen jetzt vorzeitige Wehen haben, also wenn die Wehen schon einsetzen vor der 35. Woche, können sie dann zu uns kommen? Primär sollten sie sicher, außer es ist ja wirklich ein extremer Notfall, dann sollten sie sicher hier in ihrer gewählten Geburtsklinik melden, sodass wir die Patientin untersuchen können, schauen können, was ist der Stand der Dinge, und dann können wir entscheiden, was braucht es für eine Therapie. Ist die Frühgeburt wirklich unmittelbar bevorstehend, dann wäre sie
bei uns nicht richtig, dann muss sie an ein Zentrumsspital verlegt werden. Aber es gibt eine ganze Reihe an Therapiemöglichkeiten, die wir auch hier gewährleisten können. Was ist, wenn der Gynäkologe mal nicht erreichbar ist, vor allem in der Nacht oder am Wochenende? Der Vorteil ist ja, dass ihr so gut wie immer wisst, wo wir sind. Ja. Oder zumindest alle unsere Telefonnummern habt. Und wenn wir wirklich nicht erreichbar sein sollten oder nicht erreichbar sein können, dann melden wir uns bei euch ab. Und ihr habt dann die Angabe von einer Vertretung, wer uns dann vertritt. Und wenn wir also kurzfristig oder auch längerfristig nicht da sind, melden wir uns immer ab, so dass ihr wisst, wer anstatt meiner oder anstatt meiner Kolleginnen erreichbar ist. Jetzt ist es ja so, es kann ja unter der Geburt immer mal zu einer Notfallsituation kommen. Das ist ja bei uns in der Klinik Gott sei Dank sehr selten. Wir haben ein besonderes Notfallsystem dafür. Könntest du vielleicht ganz kurz erklären, wie dieses System funktioniert? Also sollte es wirklich zu einem sehr dringlichen Notfall kommen, dann haben wir ein Notfallsystem, mit dem man einen unserer Notfallgynäkologinnen oder Gynäkologen alarmieren kann, die dann sehr, sehr schnell vor Ort sein können und die Situation beurteilen können. Das Anästhesie-Team ist sowieso im Hause, die werden parallel informiert, sodass man dann entscheiden kann, muss man die Entbindung notfallmäßig herbeiführen, zum Beispiel per Notfall-Kaiserschnitt. Und das würde dann durch die Notfallgynäkologen, durch das Notfallteam quasi begonnen. Im Hintergrund wird der eigentliche Belegarzt, der zuständige Arzt informiert, der kommt dazu. Kann sein, dass er dann, wenn es wirklich sehr, sehr dringend ist, zur Operation hinzukommt, die Operation beendet oder halt schon alles so aufgegleist ist, dass man nur noch in Anführungsstrichen die Frau entbinden muss. Ja. Jetzt noch die letzte Frage. Wie sieht die Betreuung der Wöchnerin auf unserer Wochenbettabteilung durch unsere Belegärzte aus? Während der Wochenbettzeit treten wir ein bisschen mehr in den Hintergrund. Wir kommen aber trotzdem täglich auf Visite, schauen, dass es der Mutter gut geht, dass sie keine Fragen hat, Wünsche hat. Schauen Laborwerte an, schauen, ob sie noch eine spezielle Therapie braucht. Also wir sind täglich auf Visite bei unseren Wöchnerinnen. Ich möchte Sie jetzt auf unserer Wochenbettabteilung der Klinik Hirslanden begrüßen. Hier erwartet uns Celine Welti, Pflegefachfrau und Stillberaterin. Celine, was bietest du den Frauen an, damit sie sich hier bei uns während ihres Aufenthaltes wohlfühlen? Ja, das ist ganz eine wichtige Frage. Also das Wichtigste allgemein ist, dass Frauen sich oder als Familie, als frisch gebackene Familie, sehr wohl bei uns fühlen. Das ist eigentlich das, was wir unbedingt erreichen wollen, dass sie auch gerne ein zweites Mal oder ein drittes Mal vielleicht wiederkommen. Und es ist am Anfang ist das so wichtig, dass man sich ganz viel Zeit nimmt. Der Familie auch Zeit lässt, um sich als Familie kennenzulernen, sich auch ja, dürfen als Familie entwickeln. Das ist das Schönste und halt einfach dann bei allem, was man zeigt, sich unendlich viel Zeit dafür zu nehmen. Das ist eigentlich das, was wir probieren. Und ja, dass man sich auch, wenn die Zeit vom Aufenthalt sehr kurz ist, dass man sich halt einfach die Zeit nimmt, um die vielen Sachen einfach gleich auf eine angenehme Art dürfen zu vermitteln über die ganzen Tage. Gibt es denn noch spezielle Angebote, die wir für unsere frisch gebackenen Eltern hier auf der Wochenbettabteilung haben? Ja, das bieten wir auch an. Es gibt ganz viele verschiedene Angebote für werdende Eltern. Unter anderem Tragetuch. Man darf gerne ein eigenes Tragetuch mitnehmen. Man darf auch von uns eins mal ausprobieren. Das ist gerade für den Vater am Anfang extrem toll. Wenn die Mami noch etwas Schmerzen hat, wo sich die Mami noch nicht bewegen kann, ist das super. Auch die Kinderwagen, die auf der Station zur Verfügung stehen, dürfen jederzeit Eltern nehmen. Mit einem ganz schönen Klinikgarten zum eine Runde drehen, so einen kleinen Spaziergang. Das ist immer sehr etwas Schönes. Dann haben wir Physiotherapie, die auch immer vorbeikommt für entweder Massage oder auch für die Rückbildung, die dann auch nach der Geburt wieder ein Thema wird. Und was wir auch noch anbieten, sind Stillberatungen. Also alle sind geschult im Stillen, auch Pflegefachleute. Wenn aber Stillprobleme auftreten, haben wir ein Team, das da für sie da ist, eigentlich für die Frauen, das individuell unterstützt die ganze Woche.
Stillberaterinnen einfach besonders viel Zeit für Stillen. Sie sind Fachpersonen, die geschult sind, explizit nur auf die Stillen und können sich halt auch in Stillsituationen, die nicht einfach sind. Am Anfang ist es tendenziell nie einfach. Es geht wirklich lang, bis etwas geht, still ein bisschen funktioniert. Das ist einfach die Realität. Und für das haben Stillberaterinnen einfach besonders Zeit, um Familien zu unterstützen oder eine Lösung zu suchen, die für Familien passt. Das ist ganz wichtig. Und das bietet mir wirklich immer an. Noch ganz kurz eine letzte Frage. Könntest du uns vielleicht so einen Ablauf, so einen Tagesablauf hier auf der Wochenbettstation beschreiben? Ja, auf jeden Fall sehr gern. Es ist so, dass die Frauen eigentlich unmittelbar, also 2 Stunden nach der Geburt, nachher zu uns raufkommen, ins Wochenbett, und sie dürfen zuerst mal in aller Ruhe ihr Zimmer kennenlernen. Dann sind wir als Pflegefachfrauen natürlich da für die nächsten Tage, um die Frau zu unterstützen und begleiten. Gerade die Säuglingspflege, was sehr ein grosses Thema ist am Anfang. Vom Wickeln zeigen bis über Fragen beantworten, Tipps geben für daheim mit dem Neugeborenen. Und auch natürlich das Stillen, ein riesiges Thema, das wir auch unterstützen. Das ist sehr wichtig. Neben dem ganzen Zeigen sind natürlich Kontrollen, das Medizinische, wo man nicht vergessen darf. Wir machen täglich Kontrollen bei den Frauen, bei den Neugeborenen. Der Gynäkologe wird auch nochmal vorbeikommen und fragen, wie es so geht. Das ist neben dem ganzen Zeigen und Instruieren sehr wichtig, dass natürlich auch das Medizinische im Vordergrund steht. Aber wichtig ist auch, dass man als Familie im Spital, auch wenn es im Spital ist, gleich sich einfach den Alltag gleich aufbauen kann. Das Kennenlernen steht im Vordergrund, die Familie steht im Vordergrund. Das ist uns das Wichtigste. Gerne möchte ich Ihnen noch unser Neugeborenen-Überwachungszimmer zeigen, hier auf der Abteilung. Dort wird uns unsere Kinderärztin Frau Dr. Fasnacht erwarten. Liebe Katrin, wir haben ja eine Kinderarztpraxis, die Praxis Kindermedizin, bei uns hier an der Klinik. Sie ist geöffnet von Montag bis Freitag, tagsüber, sodass wir auch immer eine Kinderärztin hier vor Ort haben. Wie sieht es aber mit euren Präsenzzeiten in der Nacht und am Wochenende aus? Wir arbeiten im 24-Stunden-Rufdienstsystem. Das heißt, es ist immer ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin für die Neugeborenen erreichbar. Wir sind alle zusätzlich auch noch, haben einen zusätzlichen Facharzttitel und weitere Zusatzqualifikationen, sodass wir relativ breit fachlich aufgestellt sind. Wir sind Neonatologen, wir sind Intensivmediziner, wir sind Kinderchirurgen und wir können Ultraschall. Welche Standarduntersuchungen werden denn beim Neugeborenen bei uns durchgeführt? Wir schauen bei jedem Neugeborenen am ersten Lebenstag mit einem Sensor auf der Haut, ob es eine ausreichend hohe Sauerstoffsättigung aufbringen kann. Das zeigt uns dann, dass es ziemlich sicher keinen großen kritischen angeborenen Herzfehler hat. Nebenbefundlich sehen wir auch, dass die Lungen gut funktionieren. Wir geben jedem Neugeborenen am ersten Lebenstag und am vierten Lebenstag Vitamin K. Das ist ein Vitamin, was für die Blutgerinnung gebraucht wird. An Tag 4 wird auch der sogenannte Guthrie-Test gemacht. Das ist das Stoffwechsel-Screening. Wir machen eine Blutentnahme an der Ferse des Neugeborenen und schicken das Blut zentral ins Stoffwechsellabor nach Zürich ein, um zu sehen, dass das Kind keinen seltenen angeborenen Stoffwechseldefekt hat. Dann schauen wir regelmäßig, dass das Kind auf der Haut nicht zu gelb wird, dass es keine ausgeprägte Neugeborenen-Gelbsucht bekommt. Jedes Kind wird ein bisschen gelb in den ersten Lebenstagen, und wenn der Wert für die Gelbsucht zu hoch wird, muss man das therapieren. Jedes Baby bekommt während dem Wochenbett auch einen Hörtest auf beiden Ohren, um festzustellen, dass das Kind auf unserer Sprechfrequenz ausreichend gut hören kann und seine eigene Sprachentwicklung ab sofort gut ankurbeln kann. Und natürlich wird jedes Kind körperlich ausführlich untersucht von einem Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Und vor allen Dingen, wenn Sie Ihr erstes Kind bekommen, wird in einem ausführlichen Wochenbettgespräch alles erklärt, was wichtig ist für später zu Hause. Was passiert mit einem Neugeborenen, dem es vielleicht nach der Geburt nicht so gut geht? Das Häufigste, was passieren kann, ist, dass die Kinder noch ein bisschen Probleme mit der Atmung haben, dass sich die Lunge noch nicht an die Raumluft gewöhnt hat. Das Kind war ja im Wasser 9 Monate, jetzt muss es atmen. Und die sogenannte Wet Lung, die feuchte Lunge, braucht häufig nur ein bisschen gute Pflege und Watchful Waiting, also kurzes Abwarten. Und das sind so Überwachungen, die wir hier zusammen mit unserer Pflege ganz gut machen können. Wir können auch Frühgeborene ganz gut betreuen bei uns ab 35 0 Schwangerschaftswochen. Die haben manchmal ein bisschen Probleme mit dem Wärmehaushalt oder müssen in puncto Ernährung ein bisschen gepäppelt werden. Das sind alles Sachen, die wir hier gut leisten können. Falls das Kind in ein Kinderspital muss, was ja bei uns Gott sei Dank sehr selten ist, wie ist da der Ablauf?
Wir haben circa einmal im Monat eine Verlegung in ein Zentrumsspital, weil das Kind intensivmedizinische Überwachung braucht. Die Schwangerschaften sind sehr gut überwacht in der Schweiz. Trotzdem, man kann nicht alle Fehlbildungen vorab erkennen und man kann auch nicht alle Situationen vorab absehen. Wenn wir nach der Geburt merken, dass das Kind intensivmedizinisch betreut werden muss, weitere Diagnostik und Therapie braucht, verlegen wir in eins der nahen Zentrumsspitäler, namentlich ins Kinderspital in Zürich, eins der größten Zentren in Europa, bei uns in 5 Minuten zu erreichen. Und dann ist es auch selten so, dass alle schreiend und rennend agieren müssen, sondern man bespricht sich im Team in aller Ruhe, was ist das Beste, was können wir, müssen wir hier noch machen und was macht dann das weiterbehandelnde Team. Und wir arbeiten sehr eng zusammen hier am Platz Zürich und verlegen in aller Regel in aller Ruhe und wohlbedacht für die weitere Behandlung und Therapie. Jetzt sind wir am Ende unseres Rundgangs angekommen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Einblick in unsere Geburtenabteilung geben. Gerne möchte ich die Zeit nutzen, Ihnen noch ein paar Informationen mitzuteilen. Egal, welche Versicherungsklasse Sie gewählt haben, Sie sind bei uns herzlich willkommen. Privatversicherte Frauen liegen bei uns in einem Einzelzimmer mit zusätzlichen Leistungen. Halbprivat versicherte Frauen liegen bei uns kostenlos in einem Einzelzimmer. Zögern Sie nicht bei Fragen. Melden Sie sich bei uns, wir sind jederzeit für Sie da. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Anke Bünnig.